Hier ist die Rechnung. 1000 Euro. Und ihr denkt euch dann, was? Das war doch hier 25 Euro, 30 Euro. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und dieses Mal geht es wirklich um ein ernstes Thema für, besonders für Urlauber. Das wird sehr, sehr wichtig. Na, vor allem für die, die nach Tokio kommen und Nightlife haben wollen. Ich rede hier von Butakuri. Und was es genau ist, das werdet ihr jetzt erfahren. Ich bin, denke ich mal, nicht der Einzige, der sich denkt, geil, Tokio möchte ich bei Nacht sehen. Ich möchte die ganzen Neonlichtern sehen, ich möchte draußen sein, ich will eventuell auch in Clubs mal gehen, in Bars etc. Ich will einfach mal so einen richtigen Tokio-Lifestyle in der Nacht genießen und erleben. Und hier kommt es so wirklich zu einem Punkt, wo man auch sagen muss, und ich bin auch sehr, sehr inspiriert gewesen von einem Video, was ich geschaut habe. Das werde ich euch natürlich unten in die Beschreibung verlinken. Dort könnt ihr es nochmal Hand in Hand sehen, wie der besagte YouTuber halt sich eben in diese Situation absichtlich gebracht hat für das Video, um zu zeigen, wie heftig das Ganze ist. Und ich rede hier von Butakuri. Das sind solche Leute, die dich irgendwie anwerben wollen, die dich einfach anquatschen. Und das ist generell schon ein bisschen weird, denkt man sich jetzt so, aber in der Fülle jetzt nicht so wirklich. Denn ihr müsst euch vorstellen, Shinjuku vor allem. Ja, und ich rede jetzt wirklich von Shinjuku. Da sind die meisten Leute, Touristen, die dann rumgucken. Dann kommen wir noch zu der Kategorie Kabukicho. Das ist halt ein Viertel von Shinjuku, wo natürlich das Nightlife, auch der Rotlichtdistrikt, richtig am Start ist. Und dort gibt es, wie auch bei vielen anderen Städten, auch ganz normale Leute, ne, die halt einfach draußen stehen mit ihren Schildern und sowas, die sich entweder zu einem Café, hier, guck mal da, das kostet nur so und so viel, oder halt, ja, Girls Bars natürlich oder Host Clubs oder die stehen einfach nur da und sagen, hey, das Restaurant da im fünften Stock, hier, ich kann den kleinen Discount geben, ich arbeite für die. Weil das Ding ist, Japan hat nicht so viel Platz. Alles ist in die Höhe gebaut und keiner guckt in den 5., 6., 7., 8. Stock. Wow, ho, guck mal da, das ist etwas Geiles zum Essen. Sondern die stehen halt wirklich auch draußen und sagen, hey, willst nicht was essen? Geil, geil, geil. Und darin ist auch nichts Verwerfliches dran. Ja, ich oder wir generell machen das gerne auch mal. Sagen, ja, warum eigentlich nicht? Hey, ist da noch ein Tisch frei? Er ruft an, ja, ist ein Tisch frei. Das Ding ist aber, und hier kommt das ganz, ganz Wichtige. Nicht alle wollen dir etwas Gutes. Und da mein Appell an euch, wenn ihr irgendwo hingehen solltet, was essen, in eine Bar oder sonst etwas, googelt. Ja, googelt die Bar, googelt alles Mögliche. Ne? Wenn euch jemand anlabert und euch denkt, oh, die Bar ist ganz nice und sowas und ihr habt ein Schild drauf, wie die Bar vielleicht sogar heißt und sowas, googelt, guckt die Rezension an und dann entscheidet ihr. Aber es gibt dann noch die andere Masche und die wird teuer für euch. Denn die sagen einfach, hey, jetzt seid ihr auf der Suche nach einer Bar oder ein Restaurant oder sonst irgendetwas. Wir haben gerade so ein Trinkangebot, ja, 3000 Yen zum Beispiel, 3000 Yen, all you can drink. Ja? Und das ist wohlbemerkt auch normal so. Du kannst hier selbst für 10 Euro für 2 Stunden dich totsaufen, ja, free drinks, also. Ne, für 2 Stunden oder für 90 Minuten. Das gleiche geht es auch für 3000 Yen, wo du halt natürlich ein bisschen bessere Qualität vom Alkohol bekommst. Das ist alles komplett normal. Aber wenn man halt keine Ahnung hat und sich denkt, geil, ich bin hier im Urlaub und was? Alles, was du trinken kannst, so 3000 Yen, geil. Ja, und kennt jemand eine Bar, ruft da an, ob da noch Plätze frei sind, weil das ja so gefragt ist und sowas und bla bla bla. Und diese Leute, deren Ziele sind nicht nur Japaner, weil viele wissen es natürlich auch, aber viele, viele Touristen. Viele, viele Touristen, die halt in diese Falle gehen. Denn man ahnt ja nichts Schlimmes, ne? Vor allem, oh, Japaner, die sind alle so nett. Passt auf, ihr geht ja zum Beispiel mit dem Mann oder Frau, wie auch immer, weg und denkt euch so, okay, cool, 3000 Yen, für was, in 2 Stunden? Geil, super toll, ne? Und dann geht ihr halt eben da rein, setzt euch hin. Ihr könnt vielleicht nicht so viel Japanisch sprechen, aber er regelt das alles schon. Er redet dann auch mit den Mitarbeitern, hier, da, neue Kunde, bla bla, 3000 Yen, let's go. Und dann geht's los. Dann trinkt ihr. Dann esst ihr vielleicht noch. Ja? Und dann wollt ihr die Rechnung. Tja, und dann wird's schwierig. Dann kommt auf einmal eine Rechnung an mit, hey, hier ist die Rechnung. 1000 Euro. Und ihr denkt euch dann, was? Das war doch hier 25 Euro, 30 Euro. Was ist denn hier los? Nee, 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 das war nie so. Kannst du es beweisen? Kann man nicht.
Wie kann man es beweisen? Richtig, gar nicht. Kannst du nicht beweisen. Du hast jetzt so viel getrunken und hast gedacht, ey, der Typ hat aber gesagt, den Typ siehst du nicht mehr. Also, welcher Typ denn? Das ist eine heftige Masche und das ist auch wirklich eine Sache oder ein Thema, wahrscheinlich auch das Wichtigste in dieser gesamten Videoreihe, dass ihr da aufpasst. Denn ihr könnt da nichts machen. Ihr könnt dann sagen, ja, dann gehe ich halt einfach raus. Aber diese Dinger werden von meistens von Yakuzas, ja, werden von Yakuzas betrieben oder anderen ja, ihr wisst schon, was ich meine, Verbrechern. Und da kommt ihr nicht einfach so raus. Ja, ihr werdet auch ins Hintertürchen befördert, wo es dann heißt, bezahl endlich, sonst gibt's Schläge und sowas. Und wie gesagt, das Video ist verlinkt, das ist kein Scherz. Da kann es wirklich um dein Leben gehen teilweise. Oder halt einfach bis hin zu Verprügelung oder sonst irgendwas. Auch schon sehr viele Fälle passiert, dass die Leute trinken und die haben den Leuten halt was ins Trinken gemischt. Du bist halt ein bisschen so schwummerig, du schläfst vielleicht ein oder sowas, die zicken deine Kreditkarte belassen deine Kreditkarte und dann wachst du auf und sagen, hey, Kunde, hey, was ist da los? Ja? Und dann gehst du raus. Und dann bist du auf einmal arm. Das ist ganz gefährlich hier und das Ding ist, die Polizei tut nichts. Das werdet ihr auch im Video sehen, habe ich wie gesagt verlinkt, aber die Polizei tut wirklich nichts. Aus dem folgenden Grund, weil so Zivilangelegenheiten, muss man sich mal vorstellen, ist für die Polizei uninteressant. Ne? Wenn du Streit mit jemandem hast und sonst was, Polizei, hey, wir haben damit nichts zu tun. Regelt das mal unter euch. Ja? Das wirst du halt natürlich in Deutschland niemals haben, aber in Japan, die Polizei juckt einem nicht, bis man wirklich tot davor liegt oder sonst irgendwas. Dann sagen sie sich, okay, jetzt haben wir was zu tun. Ich habe wirklich auch so viele Geschichten auch schon gehört, auch von Freunden und generell. Japanische Polizei, auch wenn die Kriminalitätsrate so weit unten ist in Japan, die Polizei macht trotzdem eigentlich so gut wie gar nichts. Bis halt irgendetwas richtig Heftiges passiert. Das ist leider True Fact. Leute, die Polizei ist mehr so ein, mehr dafür da, damit du nach dem Weg fragst, anstelle, dass sie dir irgendeiner Weise helfen. Ja? Auf jeden Fall darauf auf jeden Fall achten, wenn ihr im Nightlife unterwegs seid. Ignoriert alle Leute, ja, lasst euch nicht irgendwas aufschwärzen, hey, guck mal, da hinten ist eine Bar, da gibt's dann, da ist easy und bla bla bla, ist auch gut besucht, ich ruf mal an, ob da was ist. Wenn es so schon anfängt, hey, geht weiter, ignoriert, geht niemals in solche Etablissements rein, ja. Sondern googelt die Bars, die Restaurants, wo ihr hingeht, wo ihr denkt, oh, das hört sich interessant an, ist es legit, auf Google, dann ist es auch legit, ja. Okay, ich hoffe, das kann euch auf jeden Fall eventuell helfen und vor allem die ganzen Partyleute unter euch natürlich jetzt mal ein bisschen beobachten, ne? Da mal ein bisschen aufpassen und ja, ich hoffe, ich fand das interessant, informativ und dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich abonnieren, Glocke und hast du nicht gesehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder hier auf Tokyo Lifestyle. Bis dahin und ciao.